Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu Quantencomputern. Ich bin ja heute zu spät gekommen und trotz Quantencomputer schafft man es nicht, durch einen Stau zu tunneln. Insofern mussten Sie jetzt eine Stunde warten, aber ich hoffe, dass ich mit meinem Vortrag das wieder ein bisschen gut machen kann. Vielleicht haben Sie in der letzten Zeit mal in den Sendungen zur Wahl von Quantentechnologie schon gehört. Das war ja auch ein wichtiges Zukunftsthema, das oft in den Runden diskutiert wurde. Und was ich heute machen will, ist Ihnen einfach mal vorstellen, worum handelt es sich bei Quantentechnologie und was können wir dann mit Quantencomputern in Zukunft vielleicht mal machen. Ich werde ganz einfach jetzt mal mit ein bisschen Politik anfangen. Vielleicht haben Sie vor kurzem gelesen, dass unsere Staatsregierung etwa 80 Millionen Euro ausgeben will, um Bayern an die Spitze der Quantenforschung zu bringen. Diese 80 Millionen kommen vom Wissenschaftsministerium. Hier ist der Herr Siebler gezeigt. Das Wirtschaftsministerium will dann nochmal 150 Millionen drauflegen, sodass in Bayern wirklich ein signifikanter Geldfluss in dieses Thema Quantentechnologie stattfinden wird. Und Sie können es ja hier lesen, also Bayern soll Forschung und Einsatz der Quantenwissenschaften und Technologien in Deutschland und Europa anführen. Also wir wollen wirklich als wichtiger Technologiestandort in Europa dann dieses Thema federführend bearbeiten. Ja, wieso sind wir überhaupt so gut in Bayern zu diesem Thema? Und da steckt natürlich harte Arbeit dahinter. Und das machen wir Forscher seit Jahrzehnten eigentlich schon. Wir machen Grundlagenforschung im Bereich Quantentechnologie. Und ich habe hier ein paar von diesen großen Forschungsprojekten genannt: Sonderforschungsbereiche, Graduiertenschulen, Exzellenzcluster, die teilweise schon 20 Jahre lang laufen. Und da wird dann die Grundlagenforschung gemacht. Und auf der Basis von dieser Grundlagenforschung, da wollen wir dann mal solche tollen Chips machen, die wir dann in Quantencomputer einbauen und mit denen man dann tolle Sachen machen kann. Ja, die Quantentechnologie wird als sogenannter, auf Neudeutsch, Game Changer betrachtet. Das ist also eine wichtige Zukunftstechnologie, die in sehr viele Bereiche reinspielen wird. Und da steckt natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter. Und was wir jetzt zurzeit machen müssen, wir müssen dann die Grundlagenforschung jetzt umsetzen in Anwendungen und müssen dann auch neue Technologien entwickeln für den Wirtschaftsstandort Bayern, Deutschland, Europa. Das ist sehr wichtig. Natürlich schlafen andere Industrienationen nicht und große Firmen. Ich habe hier mal ein Bild von der Firma Google. Die sind da ganz vorne mit dabei. Was Sie hier sehen, das ist ein sogenannter supraleitender Quantencomputer und hat einen Durchmesser von etwa 70, 80 Zentimeter. Muss man ganz weit runterkühlen auf minus 272 Grad Celsius. Und mit diesem Quantencomputer hat Google vor etwa 2 Jahren zum ersten Mal gezeigt, dass ein Quantencomputer Aufgaben besser, schneller, effizienter lösen kann als der beste klassische Superrechner. Das ist schon beeindruckend. Die haben natürlich schon eine Aufgabe rausgelöst, wo der Quantencomputer besonders gut machen kann, zugegebenermaßen, aber immerhin hat man das jetzt einfach mal geschafft. Und andere Firmen stellen schon sogenannte Roadmaps auf. Das ist die Roadmap von IBM. Da können Sie dann lesen, wie Sie die Zahl der Quantenbits, mit denen Sie in diesen Computern arbeiten, erhöhen wollen. Und die zeigen dann immer so schöne Bildchen hier, diese blauen Bilder oder da unten. Da sieht man eigentlich gar nichts mehr. Wieso? Das ist natürlich klar, das ist Hightech. Da will niemand irgendwas an die Öffentlichkeit geben und deswegen sieht man da eigentlich nur noch nichtssagende Bilder, mit denen man dann eigentlich nichts anfangen kann.
Wir haben natürlich auch die Werbetrommel gerührt für die Quantentechnologie. Also ich selber habe auch Interviews gegeben, zum Beispiel im Fokus ist ein Interview erschienen im Mai 2020 oder in dieser Fachzeitschrift Digitale Welt, auch in der Süddeutschen Zeitung. Und da haben wir einfach darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt die Politik die Weichen stellen muss, dass man quasi die Quantentechnologie in die Anwendung bringt. Das ist jetzt also sehr wichtig. Wir können ja nicht nur Grundlagenforschung machen, wir müssen ja auch von irgendwas leben, müssen wieder Steueraufkommen generieren, müssen das auch zum wirtschaftlichen Erfolg führen. Und deswegen haben wir auch ein Strategiepapier geschrieben. Und dieses Strategiepapier, ich hoffe, dass das bald zu sehen ist. Jetzt scheint mein Rechner hier eingeschlafen zu sein. Kommt der berühmte Microsoft-Kringel hier. Hoffen wir, dass das bald weitergeht. Brauche ich demnächst doch einen Quantencomputer, damit man da vernünftige Vorträge machen kann. Oh je, Programm neu starten. Okay, machen wir eben mal. So. So, jetzt hoffe ich, dass Sie was sehen können. Ja, genau. Wir haben also ein Strategiepapier geschrieben, wo wir einen ganz simplen 3-Punkte-Plan vorgeschlagen haben, wie man Bayern in Europa und in Deutschland an die Spitze der Quantenforschung und auch der industriellen Ausnutzung der Quantentechnologie bringen kann. Und dieses Papier ist dann in die Politik gegangen, das haben wir an die Staatsregierung geschickt Mitte letzten Jahres. Und die Politik hat also sehr schnell reagiert. Da muss man auch ein großes Lob an die bayerische Staatsregierung sagen, sowohl an das Wissenschaftsministerium als auch an das Wirtschaftsministerium und auch an Ministerpräsident Söder. Die haben das also sehr schnell aufgenommen. Herr Siebler hat uns besucht am Walter-Meißner-Institut, das ist das Institut, das ich leite, und hat sich sehr intensiv mal angeschaut, was wir konkret machen. Da sehen Sie mich hier also mit unserem Wissenschaftsminister, hat sich angeguckt, wie wir die Chips herstellen mit unseren Dünnschichtanlagen oder was Sie hier auf der anderen Seite sehen, ist eine Tieftemperaturapparatur, in der man dann so einen Quantencomputer betreibt. Ministerpräsident Söder hat es unser Strategiepapier quasi 1:1 in seine Pressemitteilung zur Hightech Agenda Plus übernommen. Das ist im September letzten Jahres passiert. Und die 3 Punkte, die hier genannt sind, also Aufbau eines Zentrums für Quantencomputing, Errichtung eines Quantentechnologieparks und auch die Ausbildung von jungen Leuten, Netzwerkbildung mit der Industrie, Vermarktung der Quantentechnologie, diese Dinge sind also quasi 1:1 entsprechend unserem Strategiepapier umgesetzt worden. Auch die Bundesregierung hat ja ein großes Programm angekündigt im Rahmen dieses Konjunkturpakets. Und da werden an die 2 Milliarden Euro in die Quantentechnologien, Thema Quantencomputing, investiert. In Bayern wurde das extrem schnell umgesetzt. Wir haben mittlerweile das sogenannte Munich Quantum Valley gegründet. Das sehen Sie ein Bild, das ist am 11. Januar entstanden.
Da wurde ein sogenanntes Memorandum of Understanding unterzeichnet. Der wesentliche Inhalt, wir wollen in Bayern dieses Munich Quantum Valley gründen und eben diese Quantenwissenschaft nach vorne bringen. Das ist dann unterzeichnet. Auf dem Bild sehen Sie natürlich unseren Ministerpräsidenten hier und dann auch die Präsidenten der beteiligten Einrichtungen, die Bayerische Akademie, die Fraunhofer Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft und die beiden Münchner Universitäten. Und das Munich Quantum Valley haben wir jetzt, das ist etabliert. Da gab es auch schon ein Kick-Off-Event. Und vor kurzem erst ist auch unsere Bundeskanzlerin nach München gekommen und hat sich über das, hat das Max-Planck-Institut für Quantenoptik besucht und hat sich eben über unsere Aktivitäten im Munich Quantum Valley erkundigt. Und man sieht, die Bundeskanzlerin als Physikerin schaut sich das schon sehr genau an. Und sie ist eigentlich schon eine ganz gute Expertin zu diesem Thema. Das hilft uns natürlich auch weiter, weil wir dann in ganz oberer Ebene einen direkten Ansprechpartner haben, der was versteht von der Thematik. Das ist immer ein großer Vorteil. Und ja, in der Pressemitteilung steht, Quanten eröffnen neue Dimensionen. Das hoffen wir natürlich auch. Gut, auch die Industrie kommt so langsam in die Gänge. Das ist auch wichtig. Wir wollen ja auch einen wirtschaftlichen Erfolg haben auf diesem Gebiet. Und Sie sehen, die Industrie hat jetzt ein sogenanntes Quantenkonsortium gegründet, in dem eigentlich viele große Firmen vertreten sind. Das sind die Gründungsmitglieder, die Sie hier sehen. Und da kommen immer mehr mittlerweile dazu. Okay, soweit zur Politik. Und jetzt können wir einsteigen und jetzt muss ich Ihnen leider, ja, das war der leichte Teil meines Vortrags, dass Sie einfach mal gesehen haben, was ist da in den letzten 2 Jahren passiert. Man redet auch schon von einem Quantum Hype, weil jetzt alle kommen und sagen, Quantentechnologie ist wichtig, da müssen wir viel Geld reinstecken und da wird ein großer wirtschaftlicher Erfolg auch kommen. Jetzt muss ich den schwierigen Teil machen, jetzt muss ich euch erklären, wie funktioniert überhaupt ein Quantencomputer, was machen die Computer, wieso sind sie so leistungsfähig. Und da müssen wir anfangen eigentlich und uns mal überlegen, was machen überhaupt klassische Computer. Ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Leute gar nicht wissen, wie so ein ganz normaler Computer funktioniert, den wir tagtäglich benutzen. Ist eigentlich ein ganz simples Instrument. Ich sage einfach immer, so ein Computer transformiert irgendwelche Eingangsinformationen in Ausgangsinformationen. Also Sie sitzen am Rechner, tippen was ein und der Computer macht was damit und dann kommt irgendeine Ausgangsinformation raus. Sehr simpel. Und was da rauskommt, das wird bestimmt durch eine Sequenz von logischen Operationen, die dann eben angeben oder festlegen, was dann am Ende rauskommt. Und diese Sequenz von logischen Operationen, das nennt man dann Algorithmus. Das kann was ganz Simples sein, Multiplikation, Addition, kann aber auch was Schwierigeres sein, Logarithmusfunktion oder ein Sinus oder ein Cosinus. Und je nachdem, wie komplex oder wie schwierig ein Problem ist, es gibt leichte Probleme und es gibt schwierige Probleme. Und dann teilt man die Probleme hinsichtlich ihrer Komplexität ein. Und da spielt auch der Ressourcenbedarf eine Rolle. Also wie lange braucht zum Beispiel ein Rechner, um ein Problem zu lösen? Wie viel Speicher braucht ein Rechner und so weiter? Das ist also der Ressourcenbedarf. Und fangen wir ganz einfach an. Also ein ganz simples Problem, was ein Rechner sehr einfach lösen kann, was Sie auch lösen können. Wenn wir jetzt einen guten Kopfrechner hier im Raum haben, der rechnet es sofort aus. Und sagt dann, okay, das ist 1363. Wenn Sie das jetzt aber umgekehrt machen müssen, Sie müssen eine große Zahl in 2 Primzahlen zerlegen, dann brauchen Sie eigentlich schon eine gewisse Zeit. Üblicherweise bringe ich immer
eine Tafel Exzellenzschokolade mit. Wir sind ja im Exzellenzcluster und dann geben wir natürlich Exzellenzschokolade aus. Ich habe heute bei uns im Kühlschrank geguckt und leider nichts gefunden, sonst hätte ich jetzt mal wieder eine Tafel. Ja, heute muss ich vorsichtig sein, meine Frau und meine Tochter ist im Auditorium, muss ich immer aufpassen, was ich sage, aber das macht man üblicherweise. Und da gibt es immer irgendeinen jungen Schüler oder Studenten, der das dann ausrechnet. Also das ist 17 mal 73 und das ist sehr schwer zu berechnen. Und wenn man jetzt so eine ganz riesengroße Zahl nimmt, dann brauchen die besten Rechner hunderte von Jahren, um so eine große Zahl in Primzahlen zu faktorisieren. Und darauf basieren Verschlüsselungssysteme, die wir heute benutzen. Und da sieht man also, unsere besten klassischen Rechner haben riesige Probleme, manche Aufgaben in einer vernünftigen Zeit zu lösen. Und da sieht man schon, aha, wir brauchen für manche Aufgaben doch andere Rechner, die das geschickter und besser machen können. Gut, ja, da muss ich kurz was zum Binärcode wiederholen. Unsere Rechner speichern ja alles quasi in Symbolen ab. Und die kleinste Information, Einheit, ein Bit, das wird abgespeichert in Nullen und Einsen. Wir haben also nur zwei Zustände und die kleinste Information, Einheit, ist also eine Null oder eine Eins und das nennt man dann ein Bit. Okay. Und mit diesen Bits kann man ganz normal rechnen. Das hat man heute üblicherweise schon in der Schule. Ich weiß nicht, sind ein paar Schüler da, wer hat schon Binärcode mal in der Schule gehabt, Strecken? Ja, ihr, die Älteren, die Jüngeren wahrscheinlich noch nicht, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Zahl 9 habe, dann kann ich die einfach schreiben in Potenzen von der Zahl 2, das ist 1 mal 2 hoch 3, 2 hoch 3 ist ja 8, dann 0 mal 2 hoch 2, das wäre 4, 0 mal 2 hoch 1, das wäre 2 und 1 mal 2 hoch 0 ist 1, dann habe ich also 8 plus 1 gibt 9. Und dann kann ich die Zahl 9 als 1, 0, 0, 1 darstellen im Binärcode. Und wenn ich dann zum Beispiel zwei Neunen addieren will, dann kann ich das machen, wie ich das aus der Schule kenne. 1 und 1 gibt 0, 1 im Sinn. Dann muss ich also hier eine 1 drüber schieben, die habe ich dann hier. Dann hier habe ich zwei Nullen, das gibt 0. Hier habe ich wieder zwei Einsen, das gibt 0 und 1 nach vorne. Genauso wie man mit Dezimalzahlen auch. Und jetzt kann man gucken, wenn ich das jetzt wieder umsetze, dann kommt natürlich 18 raus. Kennen Sie alle. Okay. Und Buchstaben kann man auch kodieren in Nullen und Einsen. Der älteste Code, den es da gibt, das ist der sogenannte ASCII-Code, wurde schon 1963 eingeführt. Und da habe ich jetzt einfach mal unser Logo, Walter-Meißner-Institut, habe ich hier in Binärcode mal hingeschrieben. Da gibt es einfach Tabellen, wo man das nachgucken kann. So, ja, was brauchen wir jetzt, um einen Rechner zu bauen? Da braucht man ganz wenig Basiskomponenten. Jetzt haben wir gesagt, die kleinste Informationseinheit sind die Bits. Und jetzt müssen wir die Bits irgendwie realisieren. Und das kann man auf wahnsinnig viele verschiedene Arten machen. Heute macht man das immer mit Halbleiter-Mikroelektronik. Da hat man irgendwelche Chips, das sind Milliarden von Transistoren drauf und in diesen Transistoren macht man die Bits. Da verwendet man also Transistoren. Früher hat man mal Röhren verwendet und ganz früher sogar mechanische Systeme. Also man hat nicht immer mit elektronischen Einheiten gearbeitet. Dann muss ich die Bits irgendwie logisch verknüpfen. Dazu gibt es die logischen Gatter. Da habe ich hier mal ein paar, die Symbole mal hingemacht. AND, OR, NAND, NOR. Ich werde eins explizit mal vorstellen, gleich, dass Sie sehen, was so ein logisches Gatter macht. Und jetzt kann ich viele von diesen logischen Gattern hintereinander schalten. Und es gibt mir dann einen Algorithmus. Und das ist sozusagen, bildet dann die Software, mit dem ein Rechner dann arbeitet. Und wenn ich dann mit diesen Algorithmen kann ich dann Anwendungen machen, kann dann Moleküle berechnen und Dinge bis zur künstlichen Intelligenz bearbeiten. Jetzt gucken wir uns ein Beispiel mal an. Jetzt gucken wir uns das OR-Gate an.
Und ich zeige Ihnen jetzt auch, dass man Rechnen nicht nur mit elektronischen Einheiten machen kann, sondern jetzt rechnen wir einfach mal mit Maßkrügen. Das ist in Bayern wahrscheinlich, sind ja hier Bavaria Park, kann man sich ein Maß holen. Und Sie können natürlich auch jetzt dieses Logikgatter-Ohr können Sie mit Maßkrügen umsetzen. Da gibt es immer zu jedem Logikgatter gibt es eine Wahrheitstabelle. Das Ohr ist sehr einfach. Da hat man zwei Eingänge, A und B, und da gehen jetzt Nullen und Einsen rein. Und wenn einer von den beiden Eingängen 1 ist, kommt hinten immer eine 1 raus. Nur wenn beide 0 sind, kommt hinten 0 raus. Und das können wir jetzt mit Maßkrügen zum Beispiel machen. Maßkrug leer ist 0. Habe ich jetzt zwei Eingänge, zwei leere Maßkrüge, schütte ich hier rein, führe die Flüssigkeiten, die nicht da sind, zusammen. Da kommt natürlich hinten ein leerer Maßkrug raus. Ist eigentlich logisch. Jetzt machen wir mal einen Maßkrug voll. Das wäre die zweite Zeile, 0 und 1. Und da sieht man, wenn ich das jetzt hier reinschütte, dann wird hinten der Maßkrug voll, dann habe ich im Ausgang auch eine 1. Ich kann es auch umdrehen, kann oben eine 1 machen und unten eine 0. Und dann bekomme ich am Ende auch wieder einen vollen Maßkrug, habe ich wieder eine 1. Und jetzt brauchen wir noch die unterste Zeile, das sind zwei volle Maßkrüge, die führe ich zusammen. Jetzt ist jedem klar, huch, da wird der Maßkrug ein bisschen übervoll. Klar, der Maßkrug ist voll, der Rest fliegt oben drüber, der ist verloren. Da sieht man auch sofort, dass diese Logikgatter dann nicht reversibel sind. Man kann sie nicht in die umgekehrte Richtung dann wieder betreiben, weil wenn ich den Maßkrug hier reinschütte und würde das hier rüberführen, dann hätte ich am Ende, könnte ich die beiden Maßkrüge nicht mehr voll füllen. Ich kann das also nicht in beide Richtungen laufen lassen. So, aber das zeigt Ihnen, dass man eigentlich mit allem Logik machen kann, auch mit Maßkrügen, da können Sie sich selber mal was überlegen. Und in der Geschichte war es ja so, dass man dann angefangen hat mit mechanischen Rechnern, da hat man das mit Mechanik gemacht, dann kam zum Beispiel die Z3 von Zuse, das waren dann elektromechanische Systeme, da waren viele Relais verbaut zum Beispiel. Dann kamen Röhrengeräte, da hat man also noch nicht mit Transistoren, sondern mit Vakuumröhren das realisiert. Und heute hat man natürlich, wird alles von der Halbleiterelektronik dominiert. Und heute hat man Chips, das sind dann Milliarden von Transistoren drauf, mit denen man dann diese Bits und diese Logikschaltungen realisieren kann. So, wieso hat man das gemacht? Klar, wenn Sie mit Bier rechnen wollen, dann ist es sehr langsam. Kostet sehr viel und das Bier trinkt man lieber, als dass man das dann irgendwie in solchen Bierrechnern vertun würde. Und klar, der Erfolg von den heutigen Rechnern basiert darauf, dass man alles kleiner macht, alles billiger macht. Und das geht ja schon seit vielen Jahren so. Und das wird immer dargestellt mit dem sogenannten Mooreschen Gesetz. Man kann die Zahl der Transistoren erhöhen, aber man sieht dann, wie bei diesen grünen Kurve hier, da sieht man, dass die Taktfrequenz seit einigen Jahren schon bei einigen Gigahertz stagniert und dass man da einfach nicht mehr weiterkommt. Und wir kommen so langsam ans Ende dieser Entwicklung von unseren klassischen Rechnern und es wird immer schwieriger, die leistungsfähiger zu machen. Und dann fragt man sich natürlich, ja, was kommt dann danach? Unsere Rechner stagnieren, es gibt irgendwelche Probleme, die ganz schwierig zu lösen sind für die klassischen Rechner und dann sagt man sich natürlich, okay, wir brauchen vielleicht was anderes. Und da kommen jetzt eben die Quantencomputer ins Spiel, auch andere Systeme wie neuromorphische Rechner. Ja. Genau, das gibt es auch. Also Analogrechner gibt es auch, aber ich bin heute voll digital, sagen wir es mal so, genau. Gut. Ja, danke. Sie dürfen gerne Zwischenfragen stellen. Gut,
Jetzt kommen wir zum Quantencomputing. Jetzt haben wir also gesehen, wie ein klassischer Computer funktioniert, dass man den auf ganz verschiedene Arten und Weisen realisieren kann, dass es da auch Grenzen gibt der Leistungsfähigkeit. Und jetzt habe ich das Problem, jetzt muss ich Quantencomputing erklären. Die Frage ist, wie funktioniert das? Und da hat man jetzt diese verrückte Quantenwelt, die wir nur ganz schwer verstehen können. Und es ging eigentlich schon los vor etwa 120 Jahren. Da hat man ein ganz simples Phänomen sich betrachtet. Da hat man einfach einen heißen Körper angeguckt. Das können Sie zu Hause leicht machen. Drehen Sie einfach mal Ihre Herdplatte auf. Dann wird die heiß und dann strahlt die Licht ab. Und dann haben Sie sicherlich schon beobachtet, am Anfang ist sie ganz rötlich und wenn Sie es immer heißer machen, geht es immer mehr ins Gelbliche und hoffentlich nicht ins Weiße, sonst ist sie dann irgendwann mal kaputt. Und wenn Sie jetzt dann mit dem Auge drauf gucken, da sehen Sie nur den sichtbaren Bereich hier, der ist sehr schmal, aber Sie können ja ein Messgerät nehmen, ein sogenanntes Spektrometer, und dann können Sie einfach messen, wie viel Strahlungsenergie strahlt diese Herdplatte bei welcher Frequenz oder Wellenlänge ab. Und das haben Leute sehr genau gemessen vor mehr als 100 Jahren. Und dann kam Max Planck und der wollte das erklären mit klassischer Physik. Und dann hat er das einfach nicht hingekriegt. Und dann hat er gesagt, in einem Akt der Verzweiflung hat er dann quasi eingeführt oder hat eine Annahme gemacht, und zwar, dass die Energie von dieser Herdplatte in lauter kleinen Quanten abgegeben wird. Also nicht kontinuierlich, sondern da werden lauter kleine Energiequanten abgegeben. Und diese kleinste Energiemenge, das ist H mal die Frequenz. Diese Größe H hat er übrigens genommen, weil das Hilfsgröße hieß. Also Max Planck hat gedacht, das ist was, da macht er jetzt irgendwo mal so eine Plausibilitätserklärung, der hat noch gar nicht realisiert, dass dieses H eine ganz fundamental wichtige Naturkonstante ist und hat es sozusagen als Hilfsgröße aus Not eingeführt, um das Spektrum von so einer heißen Herdplatte zu erklären. Und das war der Startpunkt der Quantenphysik, und dann kamen natürlich Theoretiker und die haben dann das alles theoretisch genau beschrieben und haben die sogenannte Quantenmechanik entwickelt. Es waren berühmte Physiker wie Heisenberg, Born, Schrödinger und so weiter. Und mit dieser Quantenmechanik können wir heute die meisten Dinge, die wir beobachten, sehr gut beschreiben und erklären. Das fängt an bei Atomen und Molekülen, geht über Halbleiter. Magnetismus, wenn Sie zu Hause einen Haftmagneten haben, den können Sie ohne Quantenmechanik nicht richtig beschreiben. Das interessiert Sie natürlich nicht, der muss für Sie nur haften. Aber wenn das ein Physiker dann richtig beschreiben will, braucht der Quantenmechanik. Das ist sehr wichtig. Und dann gibt es eben noch diese Effekte wie Tunneleffekt, Unschärferelation und so weiter. Was ganz verrückt ist, ist, dass ich Objekte gleichzeitig wie eine Welle und wie ein Teilchen verhalten. Das ist eigentlich verrückt. Sie können sich in eine Badewanne setzen und können in Ihrer Badewanne Wellen erzeugen. Da können Sie einfach ein Holzbrett nehmen, das periodisch in das Wasser stoßen. Und dann können Sie in der Badewanne auch so eine Barriere einbauen mit zwei Öffnungen. Das nennt man dann einen Doppelspalt. Und wenn Sie das richtig machen, dann können Sie hinter diesem Doppelspalt beobachten, dass sich die Wellen in verschiedene Richtungen unterschiedlich stark ausbreiten. Und was man dann da hinten beobachtet, das ist ein sogenanntes Interferenzmuster. Und jetzt kann man das ja auch mit anderen Objekten wiederholen, zum Beispiel mit Elektronen. Und Elektronen, das sind für die meisten Leute kleine Teilchen, wie irgendwelche kleinen Kügelchen. Und dann würde man eigentlich sagen, wenn ich hier so ein Elektron habe, und dann fliegt es entweder durch diesen Spalt oder jenen. Und wenn ich das da hinten detektiere, dann bekomme ich nur zwei Intensitätsmaximum mal genau hinter den offenen Spalten. Und das passiert eben gerade nicht. Und da müssen wir jetzt den Film angucken. Läuft schon, ja.
Was man da jetzt gemacht hat, ist Folgendes, dass man jetzt einfach beobachtet hat, wo kommen hinten auf dem Bildschirm diese einzelnen Elektronen an. Also die Leute, die früher noch einen Röhrenfernseher hatten, die kennen das noch. Da hat man ja das Bild mit dem Elektronenstrahl erzeugt. Und was Sie da sehen, die weißen Punkte, das ist der Einschlag von einzelnen Elektronen. Und jetzt sehen Sie zunächst mal, dass man da nicht irgendwo zwei Maxima bekommt hinter den Spalten, sondern das sieht so aus, als ob die Einschläge statistisch verteilt sind. Ist eigentlich verrückt. Und wenn man jetzt sehr lange wartet, dann sieht man aber, dass wenn man dann über sehr viele von diesen Elektroneneinschlägen mittelt, dass sich dann doch wieder ein Interferenzmuster rausbildet. Und da sieht man jetzt diese Elektronen, obwohl man eigentlich denkt, das sind Teilchen, die verhalten sich dann wie Wellen und die merken also, dass hier zwei Öffnungen da sind in dieser Barriere und nicht nur eine. Das ist eigentlich verrückt, kann man sich eigentlich sehr schwer vorstellen. In unserer klassischen Physik ist es eigentlich unmöglich, sowas, weil wenn Sie zu einer Tür rausgehen, dann gehen Sie entweder zu der Tür raus oder zu der, aber nicht durch beide gleichzeitig. Und das macht natürlich vielen Leuten Kopfzerbrechen. Und das ist hier nochmal dargestellt. Wenn Sie, nehmen wir mal an, der schwarze Punkt wäre Person, die geht vom Ausgangszustand Punkt A nach Punkt B und dann nimmt die Person eine ganz genau wohlbeschriebene Trajektorie. Das ist der Weg, in dem man entlang geht. Wenn die Person jetzt ein Quantenteilchen wäre, dann könnte die Person gleichzeitig unendlich viele Wege gleichzeitig beschreiten und dann müssten wir am Ende hier angucken, müssten wir hier gucken, wie sieht die Superposition von all diesen grünen Pfaden aus, um dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Person hier am Endpunkt ankommt, zu bestimmen. Das ist natürlich, entspricht es nicht unserem Alltagsleben. Und es hat viele Leute natürlich dazu bewegt, verrückte Cartoons zu zeichnen. Das sieht man dann da oben, da gibt es hier der Pitcher, der den Ball wirft. Und wenn der Ball jetzt ein Quantenobjekt wäre, dann könnte der Ball unendlich viele Trajektorien gleichzeitig einnehmen. Da hätte der Batter natürlich ein großes Problem. Oder der Skifahrer hier, der kann gleichzeitig links und rechts vom Baum vorbeifahren. Bitte nicht ausprobieren, das geht todsicher schief. Aber in dieser Mikrowelt der Quantenphysik sind solche Dinge möglich. Gut, dann gibt es noch andere Phänomene wie Quantentunneln, dass man den Ort und die Geschwindigkeit eines Quantenobjekts nicht gleichzeitig messen kann. Das ist die Unschärferelation. Dann kann man Superpositionszustände machen. Das berühmteste ist immer die Schrödingersche Katze. Erwin Schrödinger war ja einer der Pioniere der Quantenphysik. Und da gibt es dann einen Überlagerungszustand von, ich sage nicht lebendig und tot, ich finde es immer schöner, lebendig, wach und schlafend. Also man hat eine wache Katze und eine schlafende Katze und man kann jetzt einen Überlagerungszustand bilden. Das ist natürlich für unsere Alltagsauffassung auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Dann gibt es das Phänomen der Verschränkung. Das will ich Ihnen anhand von einem einfachen Beispiel erklären. Nehmen wir mal an, wir haben zwei Becher und in jedem Becher ist eine Münze. Das ist jetzt ein Schweizer Franken, ist es? 5 Schweizer Franken. Und jetzt würden wir die zwei Münzen in einen verschränkten Zustand bringen. Diesen Zustand, den beschreibt man dann immer mit so einem griechischen Buchstaben. Das ist hier ein Phi und stellt den so dar. Und da kann man jetzt eine Überlagerung machen von Münze A Zahl, Münze B Wappen plus Münze A Wappen und Münze B Zahl. Und wenn die beiden Münzen jetzt derartig verschränkt sind, dann kann ich zum Beispiel diese beiden Becher, die kann ich weit auseinanderbringen. Und jetzt kann ich überlegen, wenn ich jetzt eine Messung mache,
und ich mache den Becher A auf und sehe, da habe ich die Zahl, dann weiß ich sofort, in der anderen Becher muss die Münze mit Wappen nach oben liegen. Wenn ich es umkehrt, die Münze im Becher A Wappen messe, dann muss die im Becher B Zahl sein. Ich kann die Becher sogar einen auf den Mond bringen und es funktioniert immer noch. Und ich muss also die zwei Münzen, die kann ich nicht mehr als getrenntes Objekt betrachten, sondern die muss ich als Gesamtobjekt betrachten. Die sind so stark miteinander verwoben, dass ich die nicht mehr trennen kann. Und ja, ganz kurz noch, und Einstein hat es eigentlich nie glauben können. Der hat sich da große Kopfzerbrechen gemacht und hat immer gesagt, ja, das ist eine spukhafte Fernwirkung und das ist also, da glaube ich nicht dran. Und er hat sich dann immer Experimente ausgesucht, um diese Phänomene der Quantenphysik zu widerlegen. Ja. Ist das nur betrachtbar oder kann man auch jetzt in dem Beispiel die Münze umdrehen und dann würde die andere Münze auch das andere, also auch die umdrehen? Also kann man auch Einfluss darauf nehmen oder ist es nur beobachtet? Nein, ich weiß ja zunächst mal nicht, was in dem Becher drin ist. Ja. Das ist völlig offen. Und sobald ich eine Messung mache, lege ich beide fest. Und dann, wenn man es umdreht, sag ich mal, und dann wieder zumacht. Und dann ist er auf der anderen Seite, und dann die Messung macht, dann ist es auch wieder zufällig, und dann weiß man, dass es in dem anderen auch wieder anders ist. Genau, ich muss also natürlich. Man kann es nicht selber, sag ich mal, definieren, weil es erst durch die Messung sozusagen definiert. Genau, okay. Richtig, genau. Gut, und das führt natürlich auch zu sehr vielen Quantenwitzen. Ja, da gibt's dann, da reden dann zwei Leute hier über ihren Quantencomputer-Prototyp und dann sagt er, ja, wie geht's denn? Ist der bald fertig? Dann sagt er natürlich, ja, das ist schwierig zu sagen, weil der ist dann im Überlagerungszustand von totally successful, also unheimlich erfolgreich bis not even started, also noch gar nicht begonnen. Und da gibt es also jede Menge Cartoons und Witze drüber, können Sie im Internet also wahnsinnig viel finden. Einfach, es resultiert daraus, dass wir keinen direkten Zugang zur Quantenphysik haben. Trotzdem können wir diese Quanteneffekte jetzt nutzen. Und das nennt man jetzt auch Quantum 2.0. Die Quantenphysik ist ja schon 120 Jahre alt. Und in den letzten 20 Jahren hat es jetzt eine sogenannte zweite Quantenrevolution gegeben. Worauf basiert die? Wir haben jetzt gelernt, mit diesen Quantensystemen umzugehen. Wir können die maßschneidern, wir können die gezielt manipulieren. Und wenn wir das beherrschen, dann können wir eben solche Dinge machen wie ein Quantenrechner, können solche Quantenchips herstellen, wie hier gezeigt von der Firma Google oder der Firma IBM. Gut, jetzt haben wir also ein bisschen einen Einblick in diese Quantenwelt gewonnen, was zugegebenermaßen sehr schwierig ist. Und jetzt können wir überlegen, was machen eigentlich Quantencomputer? Und die Antwort ist wieder sehr einfach. Die machen eigentlich genau das Gleiche wie klassische Computer. Die transformieren einfach eine Eingangsinformation über in eine Ausgangsinformation und es folgt wieder einer klassischen Sequenz von elementaren Operationen. Den Algorithmus, den nennen wir dann halt Quantenalgorithmus da steckt eigentlich nichts anderes dahinter. Das Bild haben wir schon gesehen. Komme ich gleich dazu, genau. Das haben wir vorhin schon mal gesehen, das waren so die Grundbauelemente von einem klassischen Rechner. Und jetzt können wir wieder überlegen, was ändert sich, wenn wir zum Quantenrechner gehen. Und da ändert sich prinzipiell wenig. Wir brauchen eine andere Hardware. Da komme ich noch dazu, was das ist. Und dann braucht man eben statt Bits, braucht man Quantenbits. Sage ich gleich, was das ist. Dann braucht man keine klassischen Gatter, sondern Quantengatter.
Und die Sequenz von diesen Gattern wird durch einen Quantenalgorithmus bestimmt und dann macht man halt am Ende nicht Computing, sondern Quantencomputing. Also im Prinzip ist das sehr trivial. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Bit und einem Quantenbit? Was ist der Unterschied zwischen Gatter und einem Quantengatter? Was ist der Unterschied zwischen Algorithmen, Quantenalgorithmen und so weiter? Ich werde nur die beiden ersten diskutieren, Bits und Gatter. Und wir haben schon gelernt, klassische Computerarbeiten mit Bits, die haben zwei Einstellmöglichkeiten, 0 und, oder 1. Und wenn wir jetzt zu Quantenbits gehen, dann haben wir was sehr Interessantes. Wir haben ja gesehen, in der Quantenphysik kann man Überlagerungszustände machen. Also Überlagerung von Katze wach und schlafend. Und das kann ich jetzt mit diesen Bits auch machen. Ich kann also Überlagerungszustände von 0 und 1 machen und dann habe ich Zustände, da ist nicht mehr, die sind nicht entweder oder 0 und 1, sondern sowohl als auch. Und ich kann also so eine Überlagerung machen, das wäre dann dieser Quantenzustand, tut man mit so einem griechischen Buchstaben beschreiben. Und dann habe ich jetzt eine Überlagerung von 0 und 1 und diese Vorfaktoren hier, dieses Alpha und Beta, das gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, mit der dann bei einer Messung der eine oder der andere Zustand gemessen wird. Das sind also diese Quantenbits und da habe ich auch, um Ihnen das mal anschaulich zu machen, nochmal ein Beispiel mit Münzen gemacht. Das wäre jetzt ein klassisches Bit, das kann ich realisieren mit Wappen oder Zahl. Ich brauche ja immer zwei Zustände und wenn ich das jetzt mir überlege, wie könnte dann ein Quantenbit aussehen. Ein Quantenbit, das wäre dann eine Münze, die ich so auf dem Tisch drehe und wenn sich die immer drehen würde, dann hätte ich quasi die Münze im Überlagerungszustand von 0 und 1 und dann kann ich natürlich eine Messung machen, dann schlage ich einfach von oben drauf und dann bekomme ich Wappen oder Zahl zu 50%, wenn die schön gedreht wird. Und das macht zum Beispiel jeder Schiedsrichter beim Fußballspiel. Da hat eine Münze, da wirft die hoch, lässt die so drehen und dann kommt sie runter und dann macht er eine Messung und dann sollte das 50% Wappen oder Zahl sein, sonst wäre das ein bisschen unfair für eine Mannschaft. Okay, Sie hatten noch eine Frage? Ja, also basiert die gesamte Quantencomputing eigentlich nur auf Wahrscheinlichkeiten oder ist es, kann man das dann wirklich, wenn man es dann misst, kann man es dann definitiv festlegen sozusagen, aber wenn dann das in ja, man muss natürlich den Algorithmus so maßschneidern, dass am Ende ich ein eindeutiges Ergebnis bekomme. Das ist dann wirklich, da muss ich meinen Algorithmus gezielt maßschneidern, dass eben mein Ergebnis auch aussagekräftig wird. Ja, Quantencomputer machen auch Fehler, komme ich auch noch dazu. Ja, alle Quantencomputer, die wir heute haben, machen Fehler. Und Fehlerkorrektur brauchen sowohl klassische als auch Quantencomputer. Okay, aber jetzt haben wir die Bits, haben wir gesehen, die Quantenbits sind also ganz unterschiedlich. Da kann man also Nullen und Einsen gleichzeitig machen, beliebige Überlagerungen. Das gleiche ist bei den Logikgattern. Da habe ich mal die klassischen Logikgatter gezeigt. Da gibt es also verschiedene. Ich habe Ihnen zum Beispiel das OR-Gatter gezeigt mit den Maßkrügen, wie man das realisieren kann. Und heute bei unseren heutigen Rechnern sind es einfach elektrische Schaltungen. So werden die Gatter realisiert. Und für die Quantencomputer hat man jetzt auch Gatter. Die heißen dann anders. Die heißen dann Hadamard oder CNOT. Die will ich jetzt nicht im Detail diskutieren. Das würde zu weit gehen. Aber, und die muss man jetzt auch irgendwo physikalisch realisieren. Und das macht man dann zum Beispiel mit physikalischen Manipulationen. Da kann ich zum Beispiel Licht nehmen oder Mikrowellensignale, um diese Bits dann zu manipulieren. Und das ist richtig. Also die Gatter haben heute immer noch Fehler. Und die gibt man dann so eine Größe an, die heißt Fidelität.
Und wenn die jetzt größer 99% ist, dann ist der Fehler von diesem Gatter kleiner als 1%. Genau. Da muss man noch besser werden und die Fehler muss man dann auch korrigieren. Und das ist auch gerade eine große Aufgabe, dass man Fehlerkorrektur einführt. Und wenn Sie zum Beispiel dann auf einen IBM-Rechner können, Sie können heute schon auf einen Quantencomputer gehen und da können Sie dann so einen Algorithmus schreiben, das ist der sogenannte Grover-Algorithmus, und da können Sie nacheinander diese Kästchen, die Sie da sehen, das sind irgendwelche Gatter, die können Sie jetzt nacheinander anordnen und je nachdem, welche Gatter Sie wie nach und nach anordnen, machen Sie halt einen anderen Algorithmus. Das kann man heute schon machen, ja. Ja. Genau. Das nennt man dann probabilistische Rechner. Das ist in der Tat richtig. Nehmen Sie einmal, Sie machen jetzt Primfaktorenzerlegung. Und jetzt rechnet ihr, ihr braucht für diese Zerlegung, ihr Quantenrechner eine Sekunde und ihr klassischer Rechner 100.000 Jahre. Wenn sich dann der Quantenrechner 1.000 Mal verrechnet, ist das kein Problem, weil Sie können ja das Ergebnis einfach sehr einfach überprüfen, indem Sie die beiden Zahlen multiplizieren. Also Sie würden bei dem Quantencomputer einfach mal die Berechnung mehrmals machen. Das kann man so. Richtig, das hängt auch wieder vom Algorithmus ab. Wenn Sie so einen Algorithmus haben, der nicht deterministisch ist, sondern nur probabilistisch, dann müssen Sie das Ergebnis natürlich schnell überprüfen können. Das ist zum Beispiel bei der Primzahlfaktorenzerlegung ist das möglich. Gut, ja, jetzt muss ich Ihnen auch sagen, ja, einfach ein paar Bilder noch, wie man heute solche Quantenbits realisiert. Das sind Bilder von meinem Institut. Ich könnte viele andere zeigen. Also was man da sieht, das ist jetzt ein supraleitendes Quantenbit. Und das sehen Sie, das ist eine metallische Struktur. Das ist hier Aluminium und diese Schleife hier, da sind noch ein paar Sachen reingemacht. Das ist jetzt ein Quantenbit. Nur, dass Sie mal so einen Eindruck können, das ist ein Siliziumsubstrat, da macht man mit Dünnschichttechnologie irgendwelche Strukturen drauf. Das ist sehr ähnlich wie bei unserer Siliziumtechnologie, auch mit der wir unsere heutigen Chips machen. Und da kann man dann so ein Quantenbit realisieren. Und zum Beispiel, was da wichtig ist, ist hier die Übergangsfrequenz zwischen 0 und 1. Die liegt bei unseren Quantenbits bei etwa 10 GHz. Das kann man wieder in eine Temperatur umrechnen. 10 GHz entspricht 0,5 Kelvin. Damit wir also nicht mit thermischer Energie von 0 noch 1 anregen und die Rechnung stören würden, müssen wir sehr weit abkühlen. Wir machen das auf 0,01 Kelvin. Und da kann man mehrere zusammenschalten, kann so einen Chip machen. Da ist hier etwa so einmal ein Zentimeter groß. Und da sehen Sie dann Steuerleitungen drauf. Und das sieht sehr ähnlich aus wie das, was wir in der Halbleitertechnologie auch haben. Gut. Ja, habe ich noch mal ein Bild, dass Sie einfach mal einen Eindruck haben, was man da heute machen kann. So. Jetzt am Ende, jetzt fragt sich natürlich jeder, wieso sind die Quantencomputer denn überhaupt besser? Was kann man mit denen besser machen als mit klassischen Rechnern? Und da gibt es zwei Dinge. Einmal der sogenannte Quantenparallelismus. Also wenn Sie hier einen Ausgangszustand haben, einen Endzustand, klassisch gibt es da nur eine Verbindungslinie. Wenn wir das jetzt auf einen Computer umrechnen, dann haben Sie beim Computer irgendwelche Eingangsdaten, das sind Nullen und Einsen, und dann haben Sie so eine Sequenz von Gattern, das ist auch eine wohldefinierte Abfolge von Gattern, und dann kommt hinten ein Ausgangsergebnis raus. Das ist deterministisch alles wohldefiniert. Wenn Sie das jetzt mit einem Quantenrechner machen, dann kann ja in der Quantenwelt kann man viele Pfade gleichzeitig verwenden. Das bedeutet, ein Quantenrechner, der kann nicht nur einen Lösungsweg auf einmal verfolgen, sondern quasi unendlich viele gleichzeitig. Und das nennt man dann Quantenparallelismus.
Und der führt dazu, dass Quantenrechner enorm leistungsfähig sind bei der Lösung von manchen Problemen. Das Zweite, was wichtig ist, und da muss ich jetzt was zu exponentiellem Wachstum sagen. Nach Corona wissen ja die Leute fast alle, was eine Exponentialfunktion ist. Trotzdem muss man es immer wieder wiederholen. Deswegen habe ich hier diese Schachbrettlegende kurz hier aufgemalt, um Ihnen zu zeigen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Da gab es irgendwann einen Brahmanen, der hatte irgendwas, hatte eine Belohnung bekommen von seinem König und dann hat er gesagt, ja, er möchte auf dem Schachbrett, auf dem ersten hier Feld ein Reiskorn oder Weizenkorn, auf dem zweiten zwei, dann vier, dann acht, dann 16, 32 und so weiter. Dann hat der König gesagt, oh ja, das ist ja überhaupt nicht schwierig, das gebe ich dir gerne. Und der König wusste eben nicht, was exponentielles Wachstum bedeutet, weil wenn man jetzt ausrechnet, die Gesamtzahl der Reiskörner, das gibt eine riesengroße Zahl, 2 hoch 64 minus 1. Wenn man das in Gewicht umrechnet, sind es 700 Milliarden Tonnen. Das ist also eine riesige Zahl von Reiskörnern, ein riesengroßes Gewicht. Oder hier habe ich ein anderes Beispiel, finde ich auch immer süß, die sogenannte Infinity Machine. Da hat man hier so ein Getriebe mit Untersetzungen und da habe ich insgesamt 12 Gänge und bei jedem Gang habe ich eine Untersetzung von 1 zu 50. Und jetzt kann man sich fragen, wie lange dauert es, das letzte Zahnrad in dieser Infinity Machine um eine Umdrehung zu drehen, wenn ich die erste einmal pro Sekunde drehe. Und da sieht man, das dauert dann 50 hoch 12, 50 ist die Untersetzung und ich habe 12 Gänge. Und das können Sie noch mit dem Taschenrechner ausrechnen, das dauert dann 3 Milliarden Jahre. Das ist also exponentielles Wachstum, ist gewaltig. Und das tritt jetzt genau auch auf bei Quantenrechnern. Wir gucken jetzt einfach mal an, was ich mit zwei klassischen Bits darstellen kann. Da habe ich vier Möglichkeiten, 00, 10, 01, 11. Da kann ich die Zahlen 0 bis 3 darstellen. Ich kann aber mit diesen Bits immer nur eine Zahl darstellen. Entweder 0 oder 1 oder 2 oder 3. Ich habe hier mal jetzt 1, 1, das wäre 3 farbig markiert. Wenn ich jetzt, ja, das ist das Beispiel mit Münzen, da habe ich vier Möglichkeiten. Ich kann immer nur eine von diesen Möglichkeiten realisieren. Und bei den Quantenbits ist es jetzt so, da habe ich ja Überlagerungen von den Nullen und Einsen. Und dann, wenn ich dann zwei Qubits habe, dann kann ich quasi 00, 01, 10 und 11 gleichzeitig darstellen, weil ich ja da Überlagerungen habe von diesen Zuständen. Und dann sieht man sofort, dann kann ich jetzt eben nicht nur einen Zustand darstellen, wie beim klassischen Bit, sondern alle vier. Und 4 ist 2 hoch 2. Habe ich wieder mit den Münzen hier dargestellt. Und jetzt kann man das weiterspinnen. Jetzt kann ich die Zahl der Qubits erhöhen. Wenn ich dann bei 3 bin, da habe ich 2 hoch 3, das sind schon 8 Zustände. Und wenn ich jetzt zu 50 Qubits gehe, das ist noch eine relativ kleine Zahl, dann ist die Zahl der Zustände 2 hoch 51. Das sind etwa 8 Exabyte. Ein Exabyte sind 1 Million Terabyte. Also ein Terabyte ist das, was heute auf eine Festplatte draufpasst. Und da sieht man also, wie gewaltig dieses Zustandsvolumen, was Qubits beschreiben können, zunimmt. Und das sind die beiden Faktoren, der Quantenparallelismus und dieses sehr starke Anwachsen von dem Zustandsvolumen. Und das führt dann dazu, dass wir eben sehr komplexe Aufgaben mit Quantenrechnern lösen können. Also übrigens 2 hoch 75, das entspricht etwa der Zahl der Atome, die wir so in unserem Universum erwarten. Das, ja. Ja, das muss man natürlich im Auge haben, das ist richtig, aber wenn ich einen fehlerkorrigierten Quantencomputer machen kann, dann muss das nicht so sein.
Gut. Ja, wozu brauchen wir jetzt die Computer? Ich zeige Ihnen jetzt am Ende vier Beispiele. Eines sind chemische Moleküle. Und das sieht man, wenn ich jetzt so ein Molekül hat natürlich Atome und jedes Atom hat viele Elektronen. Und wenn ich jetzt diese Elektronenwolke von diesen Molekülen beschreiben will, dann brauche ich auf dem klassischen Rechner eine wahnsinns hohe Zahl von Bits. Also bei Wasser ist es einfach, da brauche ich etwa 10 hoch 4 Bits. Wenn ich dann jetzt hier zu Koffein gehe, da brauche ich 10 hoch 48. Das ist schon eine so große Zahl, da brauche ich schon den leistungsfähigsten Rechner, den größten Speicher, damit ich quasi den elektronischen Zustand von Koffeinmolekülen noch beschreiben kann. Und wenn ich jetzt zu noch größeren Molekülen gehe, dann ist das auf dem klassischen Rechner einfach nicht möglich. Und da verspricht man sich jetzt natürlich schon viel, dass wir irgendwann mal mit Quantencomputern komplexe Moleküle, die in der Pharmazie, in der Medizin eine sehr große Rolle spielen, berechnen können. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Entwicklung von Medikamenten zum Beispiel. Ja, ich kann es Ihnen ganz einfach erklären. Sie haben jetzt zum Beispiel 5 Elektronen. Und die haben wegen mir zwei mögliche Einstellungen, zum Ja, Beispiel Up und Down. Und jetzt kann ich die irgendwie verschieden kombinieren. Dann kann ich mir überlegen, wie viele Kombinationen kann ich da machen. Und es steigt auch wieder exponentiell an. Elektronen sind ja auch Quantenteilchen. Richtig. Und dann haben sie ja auch nur bestimmte Wahrscheinlichkeiten, irgendwo zu sein, oder? Genau, deswegen muss man ja die gesamte Elektronenwolke wieder als Überlagerung von solchen Zuständen und dann brauche ich eine riesengroße Zahl von Koeffizienten. Okay, gut. Jetzt müssen wir aber vorwärts machen. Primzahlenzerlegung ist klar. Da gibt es einen Riesengewinn. Wenn ich eine 300-stellige Zahl brauche, ich 100.000 Jahre auf dem Großrechner. In einem Quantencomputer kann ich das in Sekundenschnelle machen. Das macht natürlich Probleme für unsere Verschlüsselung, aber da gibt es natürlich einen ganz sicheren Ausweg. Dann muss man eben Quantenverschlüsselung machen, die viel sicherer ist als das, was wir heute haben. Dann gibt es Datenbanksuche zum Beispiel. Typisches Problem, vielleicht haben Sie zu Hause so eine alte Schrank, wo Sie Ihr Werkzeug aufbewahren. Und wenn Sie ein Messi sind und wissen nicht, wo Sie Ihre Rohrzange reingelegt haben, dann müssen Sie eben eine von diesen 20 oder im schlechtesten Fall alle diese 20 Schubladen öffnen. Und das ist natürlich bei 20 noch ein Kinderspiel. Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 4 Millionen von diesen Dingern hätten und müssten dann 4 Millionen irgendwo mal nachschauen, dann dauert es sehr lange. Und da gibt es dann den Grover-Algorithmus und dann dauert es eben nur Wurzel aus 4 Millionen. Das sind dann etwa 2000. Da hat man einen riesen Gewinn. Also da würde gern ich was dazu sagen. Ich war jahrelang Datenbankadministrator und so blöd sind die klassischen Datenbanksysteme natürlich nicht. Haben recht, klar. Danke. Genau. Das wird auch noch lange dauern, bis man mit dem Quantencomputer Datenbanken durchsucht. Das ist klar, da tut man natürlich Indizierungen machen und viele Dinge. Aber man kann mit Quantenrechnern Vorteile erzielen. Dann Optimierungsprobleme, das ist eigentlich viel entscheidender. Es gibt Probleme wie die des Handelsreisenden. Da gibt es irgendjemand, der will Endstädte, zum Beispiel in den USA, besuchen und sucht jetzt den kürzesten Weg und am Ende will er in seine Heimatstadt zurückkehren. Und da gibt es dann N-Fakultät. Möglichkeiten, also das wäre dann 50 mal 49 mal 48 mal 47 bis runter mal 1. Und wenn man das ausrechnet, dann kriegt man 10 hoch 64 mögliche Wege. Das sind so viele Wege, die könnten Sie gar nicht in einem Superrechner abspeichern. Und für solche Optimierungsprobleme, da sind Quantenrechner sehr gut geeignet. Und Optimierungsprobleme gibt es nicht nur beim Handelsreisenden.
Verkehrsprobleme fallen in die Kategorie. Auch Produktionsprozesse, Sie müssen ein komplexes Gerät wie ein Auto zusammenschrauben und dann möchten Sie wissen, ist es besser, das zuerst und dann dieses und dann jenes zusammenzubauen oder umgekehrt. Und da gibt es ähnliche Dinge, Risikoanalyse bei Versicherungen, Finanzmärkte bis hin zum maschinellen Lernen. Das sind also alles Dinge, die mit Quantencomputern gut gelöst werden können. So, die Zeit ist fortgeschritten, deswegen springe ich hier zu meinen Schlussbemerkungen. Und die Frage, die man ja jetzt immer wieder diskutiert, werden die Quantentechnologien und vor allem Quantencomputer, wie relevant werden die sein für uns, für unsere Gesellschaft, werden die einen großen Nutzen haben? Und ich denke, ja, der Nutzen wird groß sein, nicht nur beim Quantencomputing. Es gibt auch Gebiete wie Quantensensorik, Quantenkommunikation, Quantenmaterie, die ich gar nicht anschneiden konnte. Und da wird es also sehr viele Fortschritte geben. Und die Basis ist einfach der Fortschritt, den wir gemacht haben in der Grundlagenforschung und wir eben da sehr viele Dinge gelernt haben und jetzt maßgeschneiderte Systeme herstellen können. Gut, der Weg wird lange sein. Viele Leute fragen ja, jetzt kriegt das 80 Millionen Euro, habt ihr dann übermorgen den Quantencomputer? Natürlich nicht. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Sie sehen hier so einen klassischen Rechner, Colossus im Jahr 1943. Und es hat also 80 Jahre gedauert, bis wir unsere schönen Mikrochips haben, die wir heute in unseren Rechnern drin haben. Und wenn Sie dieses Bild hier vergleichen mit so einem Quantencomputer, wie er heute in Laboren immer noch steht, dann hat es sehr viel Ähnlichkeit und wir werden also genauso eine riesengroße Zeitspanne brauchen, bis wir von diesem Bild hier dann zu sehr kleinen Quantenrechnern kommen, die dann wirklich in Zukunft einen großen Nutzen bringen werden. Und dann gibt es natürlich immer die Frage, glaubt man an Zukunftstechnologien? Und da gibt es immer Skepsis. Also denken Sie mal an die Automobile. Da haben viele gesagt, wir haben doch wunderschöne Pferdekutschen, wieso brauchen wir Autos? Genau das Gleiche war beim Transistor. Da wurde gesagt, wir haben doch tolle Röhren, wir brauchen doch keine Transistoren. Und beim Eisenbahn war es ähnlich. Und ich denke, wir müssen in Deutschland schon auch diese modernen Technologien angehen. Wir können natürlich nicht unendlich lang nur von Automobilen und Maschinenbau leben, sondern müssen auch moderne Technologien entwickeln und müssen mit anderen Nationen da in Wettstreit eintreten. Und wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass wir dann in 10 Jahren Quantencomputer in China oder in den USA kaufen. Ein paar Dinge müssen wir auch selber entwickeln. Und hier auch in Europa und in Deutschland fertigen. Okay, und mit diesen Schlussworten möchte ich Ihnen dann für die Aufmerksamkeit danken und ich hoffe, dass Sie noch Fragen haben. Danke. Ja, ich wollte fragen, ist dann bestimmt sehr praktisch, also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder die Primzahlenzerlegung nehmen, wenn man die deterministischen und probabilistischen Algorithmen verbindet. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, die Zerlegung mache ich jetzt mit einem Quantencomputer und die Hochrechnung zu überprüfen mache ich dann wieder mit traditionellen Hardware. Genau, genau. Also wenn Sie mit einem Quantencomputer eine Primzahlenzerlegung machen und Sie sind sich nicht sicher, ob der Quantencomputer richtig gerechnet hat, dann können Sie natürlich die zwei Zahlen multiplizieren. Das kann ein klassischen Rechner in Sekundenschnelle. Das ist ja gar kein Problem. Genau. Wie sehen Sie da die Entwicklung in den nächsten Jahren oder auch Jahrzehnten? Ist das eher so, dass Mikrochips dann in Edge-Devices integriert werden oder dass das dann eher so zentral in einem Rechenzentrum ein Computer steht und eher über Cloud-Services oder sowas die Rechenleistung zur Verfügung gestellt wird?
Ja, danke für die Frage, das ist sehr wichtig. Also ich selber arbeite an supraleitenden Quantenrechnern und die muss man auf sehr tiefe Temperaturen abkühlen. Sie werden also sicher nicht bei sich zu Hause oder in der Hosentasche so ein Gerät irgendwann mit sich rumtragen. Was wir jetzt im Uni Quantum Valley schon planen, ist, dass wir dann diese Quantenrechner beim Leibniz-Rechenzentrum aufstellen. Die werden dann dort betrieben. Und dann wird dann über Cloud Access können dann Nutzer auf diese Quantenrechner zugreifen und dort irgendwelche Dinge berechnen. Also das wird sicherlich am Anfang so sein, dass diese Quantenrechner quasi in Kombination mit Supercomputern dann bestimmte Aufgaben erledigen. Ja, ich wollte fragen mit der Übertragbarkeit. Aktuelle Betriebssysteme, wäre es dann möglich, dass man die auf Quantencomputer überträgt oder wie würde das aussehen? Was meinen Sie unter Hybridsystem? Betriebssysteme. Also, ach so. Wenn ich jetzt Quantencomputer hätte, müsste ich dann ein komplett neues System aufsetzen? Richtig, genau. Da gibt es schon sehr viel Konkurrenz. Also es gibt zum Beispiel Compiler von der Firma IBM, von der Firma Google und von anderen auch. Und zum Beispiel unsere Studenten, die werden dann von diesen großen Firmen natürlich regelmäßig kostenlos natürlich eingeladen, damit sie mit diesen Compilern arbeiten und damit diese Compiler benutzen, weil da jetzt schon der Wettkampf losgeht, welches Betriebssystem wird sich dann mal durchsetzen und das ist wie bei klassischen Rechnern auch. Also da gibt es Qiskit und Zurich heißen die dann und die können sie frei benutzen und die werden von den großen Firmen dann zur Verfügung gestellt. Eine kurze Frage jetzt zu dem Thema, dass Sie bereits gesagt haben, man bräuchte ja eigentlich sehr tiefe Temperaturen zum Betrieb der Quantencomputer. Da ist es nun so, dass die Waffengleichheit nicht mehr so richtig da ist, beispielsweise bei denjenigen, die gerne Daten und Kommunikation entschlüsseln wollen, Nachrichtendiensten zum Beispiel, und denjenigen, die verschlüsseln, private Menschen, die normalerweise nur auf so ein Handy zugreifen können und deswegen keine Quantenkryptographie betreiben können mit ihrem Handy. Also Entschlüsselung wird wahrscheinlich dann doch sehr viel leichter möglich sein, wenn jetzt die großen Nachrichtendienste tatsächlich solche Quantencomputer einsetzen können, aber wir können als Private wohl kaum Quantenkryptographie als Gegenmaßnahme zum Verschlüsseln verwenden. Also wird vermutlich in nächster Zukunft müssen wir uns wahrscheinlich als Privatpersonen klar sein, dass wir unsere Daten nicht mehr so sicher stellen können, wie das früher der Fall war. Sehen Sie das genauso? Ja, das sehe ich schon teilweise ein Problem. Wenn wir heute Daten verschlüsseln mit den klassischen Verfahren und speichern die verschlüsselten Daten auf unserer Festplatte ab und sagen, ein klassischer Rechner braucht ja 100.000 Jahre, deswegen wird es niemand entschlüsseln. Dann ist es natürlich so, wenn wir dann in 10 Jahren einen leistungsfähigen Quantencomputer haben, der das dann doch machen kann, dann sind die Daten quasi frei lesbar. Da wird es natürlich so sein, dass man dann einfach bessere Datenverschlüsselungsverfahren nehmen muss. Es gibt natürlich heute auch schon Verschlüsselungsverfahren, die Quantencomputer auch nicht knacken können, wie zum Beispiel das sogenannte One-Time-Pad. Das kann man verwenden, aber das ist natürlich sehr umständlich, das zu gebrauchen. Und da wird es eine Entwicklung geben und Firmen wie zum Beispiel Infineon, die ja auch sehr viel Daten, Verschlüsselungstechnologie machen, die haben das natürlich schon auf dem Radar und sehen, dass sie dann jetzt schon beobachten müssen, wie die Entwicklung weitergeht, weil man dann eben die jetzige Verschlüsselungstechnik dann anpassen muss. Da haben Sie vollkommen recht. Glauben Sie, es gibt bereits jetzt in der, sagen wir mal, amerikanischen Nachrichtentechnologie möglicherweise einen Quantencomputer, der diese Primfaktorenzerlegung jetzt schon leisten kann? Vielleicht wird es nicht veröffentlicht, möglicherweise, aber gibt es dafür irgendwelche Hinweise, dass man schon so weit ist? Nein, glaub ich nicht. Mit den jetzigen Rechnern nicht. Es ist natürlich immer so, dass in den großen Nationen wie USA wird sehr viel im militärischen Bereich natürlich auch entwickelt. Das bekommen wir dann als Wissenschaftler nicht mehr mit.
Ich habe es Ihnen ja auch vorhin gesagt, dass man heute dann kaum mehr erfährt, was im Detail die großen Firmen machen, wie IBM und Google. Die zeigen dann immer schöne Schemazeichnungen, aber die zeigen dann kein Bild mehr von einem elektrischen Schaltkreis, dass man nachgucken kann, wie sieht der Schaltkreis aus. Die Sachen werden natürlich alle geheim gehalten, die werden patentiert. Und weil das jetzt sehr nahe an der wirtschaftlichen Ausnutzung geht, angekommen ist, muss man da natürlich jetzt ganz anders handeln. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso wir jetzt in Deutschland gesagt haben, wir müssen in Deutschland, in Europa auch was in dieser Richtung unternehmen. Es kann ja nicht sein, dass wir in der Grundlagenforschung Spitze sind und dann diese Dinge erst in 10 Jahren dann mal, wenn die Konkurrenz so weit enteilt ist, dass es keinen Sinn mehr macht, da hinterher zu laufen, dann in die Anwendung bringen. Deswegen wollen wir jetzt in München, wo es auch so viel Hightech-Industrie gibt, eben auch Lieferketten aufbauen, ein Ökosystem generieren, um eben diese Quantencomputer zu bauen. Das macht ja nicht nur eine Firma alleine, da braucht man Kontrollelektronik, Ryo-Technik, Software, Cloud-Anbindung, das sind sehr viele Komponenten, da müssen viele zusammenwirken und das machen wir jetzt in diesem Uni Quantum Valley. Es ist natürlich, ich will nicht sagen, naiv, aber glauben Sie, dass Sie tatsächlich mit diesen wenigen Millionen, die Sie da in Deutschland bekommen oder Bayern bekommen, gegen Google mit über zig Milliarden und der sehr innovativen und sehr wenig bürokratielastigen Struktur tatsächlich etwas ausrichten können? Oder enteilt Ihnen das nicht jetzt schon quasi weg? Wie stellen Sie das sicher, dass Sie die Bürokratie beispielsweise, also die Vergabe von Geldern und die Informationsflüsse zwischen den einzelnen Instituten, dass das vernünftig funktioniert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so effizient ist wie in so einer relativ dynamischen Firma wie Google oder IBM sich zum Beispiel das Ganze darstellt. Ja, das muss man mal abwarten. Ich denke, zurzeit ist Google und IBM, das sind voraus 2-3 Jahre. Geld ist natürlich nicht alles. Das habe ich auch, da habe ich eine interessante Erfahrung gemacht. Wir waren auch mal von BMW-Chef Zipse eingeladen, um das Thema Quantentechnologie zu diskutieren. Und er hat uns dann ganz klar gesagt, Leute sind entscheidend, wir brauchen gut ausgebildete Leute. Er hat das Beispiel gebracht, BMW könnte viel mehr in künstliche Intelligenz investieren. Wenn die da 1 Milliarde mehr reinstecken würden, würden sie nicht schneller weiterkommen, weil sie gar nicht die Leute haben, die das umsetzen können. Also Geld ist nicht allein, ist nicht alles. Zurzeit ist eher der Wettstreit um die guten Wissenschaftler. Deswegen haben wir hier in München auch sehr früh angefangen, einen neuen Studiengang aufzubauen. Wir haben jetzt schon seit 1 Jahr einen neuen Studiengang, der heißt Quantum Science and Technology. Und da haben sich jetzt für dieses Wintersemester haben wir da weit über 100 Anfänger schon innerhalb von kürzester Zeit. Und die Leute, die wird man brauchen. Man braucht junge Firmengründer natürlich. Da kann ich ja vielleicht, das habe ich übersprungen, Werbung in eigener Sache auch ein bisschen machen. Weil wir haben natürlich auch Firmengründer hier in Deutschland. Und da zeige ich hier, wir haben hier das Startup IQM. Die haben den Namen sinnig gewählt. Das erinnert natürlich an IBM ein bisschen und das Q steht für Quantum. Und Jan Götz ist einer meiner Doktoranden, hat auch Masterarbeit in meiner Gruppe gemacht. Und er hat dann mit Kollegen in Helsinki die Firma IQM gegründet. Und die haben jetzt eine Niederlassung hier in München seit über einem Jahr jetzt. Und die bekommen sehr viel Kapital. Also wenn Sie das jetzt hier anschauen, ist eine kleine Startup, die haben jetzt insgesamt 71 Millionen Euro schon von Venture Capital-Gebern bekommen, um dann diese Dinge voranzutreiben. Und wir brauchen mehr von diesen Startups und die werden sehr schnell wachsen. Und wenn Sie mal zurück überlegen, wie Google entstanden ist,
ich glaube, wir dürfen da nicht sagen, dass das große Google und die werden alles dominieren, sonst wäre ja Google auch nie hochgekommen. Und wir müssen das einfach mal abwarten und wir müssen uns einfach diesem Wettbewerb stellen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die bayerische Staatsregierung gesagt hat, ja, wir machen das jetzt, wir müssen mal die Ärmel hochkrempeln, wir können nicht noch Jahrhunderte nur von Autos leben, wir müssen mal auch andere Technologien auf Vordermann bringen. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass Sie alle mal einen Quantencomputer, wenigstens eine Wolke, dann noch benutzen können in naher Zukunft. Herzlichen Dank.